herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo, Baruna, hi. Hi. Ich hab gerade den Käse weggeschmissen. Mach mal hinten den Käse drauf auf den Gator. Ey, schon wieder. Ein Frisbee kann man damit nicht spielen. Frisbee? Sollte man auch nicht. Ja, mit Essen spielt man nicht. Vor allem nicht mit dir. Nicht mit mir? Ja, weil du essen willst. Mit dir spielt man nicht. Diese Logik, ey. Ups. Er hat hier jetzt einen Käse oben drauf geschmissen. Es ist das Käsemobil. Ich will einen Screenshot damit machen. Und was hast du davon? Ein Screenshot. Ja. Wie viel Butter haben wir jetzt inzwischen? Geh mal weg aus dem Bild. Immer noch. So. Ist die Milch jetzt eigentlich reingeschüttet in den Ofen so. Da hinten, oder? Ja, hab ich. Warum ist hier dann immer noch 1000 Liter drin? Ich hab die von Dings genommen. Von den Kühen oben? Ja. Ich dachte, du nimmst hier aus dem Dinger raus. Dann hätte ich da noch mehr Käse gemacht. Achso. Ey, 3,5 Minuten noch. Gut. So, wäre ich jetzt fertig? Was? Wer ist jetzt gerade fertig geworden? War das der Drescher oder der... Der Drescher. Helfer zum Aussehen. Ganz abtanken und den Drescher noch rein. Dann gucken wir mal, wie viel Käse wir hier noch rauskriegen. Nein! Jetzt ist der Eimer wieder reingefallen. Scheiße. Ja. Das ist mir schon öfters passiert. Hier ist immer doof. Wäre bisher Fisch. Wir hätten es auch ganz einfach Dings rausfinden können. Hier steht das. Abfüllung Butterfass. Ist da dran? Ja, genau auf die Seite. Ah, das leichteste ist am schwersten. Ja. Haben wir ja wieder gut gedacht. Es ist immer so. Man denkt immer an das Schwerste, was sein könnte. Ja, oder man denkt gar nicht. Oder so. So, gut. Machen wir die auch fest. Bevor du runterfährst, gib mir Bescheid. Ich geh mal nach den Eiern gucken. Ich mach die schon mal in den Laden. Runter was fahren? Ne, den Gator. Den Butter, so. Die Butter und so. Wir müssen halt gucken. Jetzt haben wir 16.40 Uhr. Also so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Es sind noch 2,5 Stunden. Ja, in-game. Mhm. Ich stelle jetzt schon mal die Eier rein, glaube ich. Was sagt der Eierpreis? 8.700. Ist okay. Käse ist bei 10. Käse ist bei 5,5 und Butter bei 10, aber sinkend. 10 ist trotzdem gut. Was darf sein? Nichts, danke. Hä? Was? Hä? Was willst du? Ach, die Dings da hat mich gefragt, was ich will. Ach so. Soll höflich sein, wenn die mich schon fragt. Was ist Höflichkeit?
dass ich sage, nein, danke, ich möchte nicht. Willkommen im Hofladen. Was ist Höflichkeit? Sein? Nichts, danke. Was ist... Willkommen im Hofladen. Was ist Höflichkeit? Was darf sein? Alter, ich will immer noch nicht. Sei jetzt mal ruhig hier. Was ist Höflichkeit? Ja, dass du das nicht kennst, ist mir klar. Nein, ich weiß es natürlich. Wenn die mich jetzt wieder von der Seite anlabert, dann kriegt sie eine Schelle. Willkommen im Hofladen. Nudel hier. Ah, ja. Oh, der Karton, wenn der krumm steht, der wird doch noch weiter befüllt. So, jetzt ruhig. Wie das? Ich dachte, du hast den Drescher abgetankt. Nee, hat er nicht. Der ist wieder hingefahren und hat dann aufgehört zu arbeiten. Nee, ich hab gesagt, du kannst den Drescher abtanken. Du hast den Fan sogar schon hintergestellt gehabt. Nee, da hat er aber noch gearbeitet. Ah ja. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. So, jetzt bräuchte man eigentlich Dünger. Ich habe noch 561 drin. Haben wir im Düngestreuer noch was drin? Dann wird man den plündern. Habe ich einen Laserblick? Nee. Kann ich in jegliche Geräte und deren Füllstände reingucken? Nee, aber zwei Hände. Nee, ich hab nur eine. Eine wurde von dir abgehabt. Alles muss man selber machen. Alles. Für was ich mach Butter. Durch das nicht vorhandene Düngen oder Dünger wird die Produktion bei uns aufgehalten. Also was ist wichtiger? Welche Produktion wird denn aufgehalten, wenn wir keinen Dünger haben? Das Aussäen. Ach so, ja sag. Das ist aber keine Produktion. Das ist auch ein Produktionsprozess. Nein. Na also, geht doch. Wow. Ignorieren ist keine Lösung. Och nee, auch noch hängen geblieben. So, zum Glück haben wir da noch ein bisschen Dünger. Können Sie den Drescher bitte und den Traktor wegfahren? Den Raps? Mhm. Dankeschön. Wieder neu. Mhm. Das hier vorne, das mache ich einfach platt. Nein. Wenn du zu langsam bist. Halt, stopp. Und ist, weg werde ist gemobbt. Halt, stopp, ist, werde gemobbt. Mein Niveau, dein Niveau. Differenz. Was müssen wir noch machen? So unnötig, was der manchmal macht. Aber sagt sie ihm nicht, gell? So, Schweinefutter, was haben wir hier? Achso, ich muss ganz hoch. 25.000. Ich voll Idiot. Selbsterkenntnis ist der erste und beste Weg zur Besserung. Warum ist es schon wieder unten? Gut. Aussehen. Mach die nächste Folge, dann werden wir schneller fertig. Ja. Wir sind ja hier nicht auf Klicken aus. Ja. Mit 10 Minuten Folgen komme ich nicht weit.
Vor allem erledigt sich die Arbeit ja trotzdem nicht. Ich meine... Mit der Anzahl. Wenn du jetzt weitermachst, anstatt jetzt, keine Ahnung, zwischendurch was zu machen, ohne aufzunehmen, sitzen wir umso länger hier. Hä, was willst du eigentlich von mir? Die Aufnahme läuft seit 10 Minuten. Ach so. Alter. Sag das doch. Was ein Vogel. Nee, ich sag ja nicht immer vorher 3, 2, 1 und los. Ja? Ich bin komplett verpeilt gerade. Ja, das merke ich. Dann bin ich ja froh, dass du nicht totalen Quatsch geredet hast. Ich dachte die ganze Zeit, du nimmst nicht auf. Wir sind in Minute 11. Wow. Sonst hätte ich nicht so einen Dünnpfiff gesagt. Mhm. Klar nicht. Kommt ja sonst in den Folgen nicht vor, gell? Gelegentlich. Gelegentlich. Ich versuch's ja, uns zu unterdrücken in den Folgen. Aber wenn mein Gehirn Brain AFK ist, dann ist es schwierig. Und wann ist es online? Gar nie. Also ist es immer AFK. Brain AFK. Drescher weg. Moment, ich brauch Screenshots. Ja, muss ein bisschen schneller rennen. Keine Zeit zum Anhalten. Brauchst auch hier nicht anhalten. Naja, ja. Auf den kleinen Streifen. Ist gepupst. Passt doch. Gut. Wie viel Raps haben wir jetzt noch drin? Hinten? Puh, wie viel hast du noch mal reingekippt? Frag mal so. 20.000, glaube ich. Oder? Weiß gar nicht. Okay, dann müssten es 50.000 Dings sein. 50.000 Schweinefutter. Würde uns effektiv bei einem guten Preis 250.000 bringen. Dann können wir sogar den Kredit wieder zurückzahlen, den ich vorhin aufgenommen habe. Du kannst mal gucken. Oh, Alter, hier ist gar keine Wendeschaltung. Guck mal nach einem Fässchen für Gülle. Dass wir die Düngeproduktion starten. Darf ich eins nach dem anderen machen, oder? Du stehst schon wieder hier auf dem Feld. Was willst du noch machen? Ich habe das Schneidwerk abgekuppelt. Jetzt bin ich unter die Halle gefahren, Mann. Hä? Du stehst bei mir hier auf dem Feld. Eindeutig. Hier. Ich stehe in der Halle, aber nein. Nee. Du stehst hier auf dem Feld, da an der Stelle, wo du vorhin warst. Und dann bist du zum Ding getappt, zum Drescher, und dann warst du, jetzt stehst du immer noch hier. Nee. Das ist dieser Bug. Dieser Doppel... Nennen wir das ja Doppel-C-Bug. Den Doppel-C-Bug. Also ich meine, dass man an der Stelle ist, wo man eigentlich noch nicht ist. Also dass man zweimal ist auf dem Map. Okay. Aber sonst alles okay bei dir? Ist wirklich so! Ja, ich weiß schon. Das hatte ich letzt bei auf dem Abo-Server auch. Da hat der Jürgen auch immer gesagt, du stehst unten beim LU und ich war irgendwo am Feld bearbeiten. Okay, also wir bräuchten irgendein Fässchen, im Notfall was Günstiges, womit wir Gülle transportieren können. Nur transportieren? Ja, halt in den Düngeproduktion einfüllen. Das ist dann wieder was anderes, ne? Das ist ein Transport von A nach B. Nee, stimmt, ich dachte von A nach Z. Da reicht, glaube ich, sogar dieses Dingsfass. Ah ne, das kann kein Gülle. Wenn es nur um den Transport geht. Also deshalb ja, wenn das Gato fast das kann,
Dann ist er ausreichend. Warte, Moment. Da geht zwar nicht viel rein, aber das ist egal. Ja, geht Gülle rein, dann mache ich das eben. Ich hoffe wirklich, dass da kein Flüssigdinger rauskommt. Aber eigentlich kann es nicht sein, weil es gibt nur einen Trigger für Dings da. Für Feststoff. Eben. Oder so ein Auslass. Ich bringe das jetzt zum Hofladen, den Käse. Ja, aber sag mir nochmal Bescheid, wenn du dort bist. Warum? Weil ich noch einen Screenshot machen möchte. Ich auch. Ist Butter, hast du alles rausgenommen? Ja, sind 211 noch drin, aber das passt nicht nochmal in einen Pass. Okay. Gut. An dieser Stelle bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Oder alles, wie der Tigerfarm normal sagt, aber heute nicht, weil er irgendwie Brain AFK ist. Nichts. Und schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.